Kaum kommen wir mit unserer ersten Siedlung zurecht, sollen wir auch schon in Region Nummer 2 vorstoßen. Willkommen zurück zu Endzone 2, diesem Postapokalypse-Spiel, das nicht nur von der Stange kommen möchte. Die Koloniesimulation, Survival, Städtebau und Strategiefunktion erfüllt das Spiel allemal. Erschienen am 26. August 2024 zum Preis von 25 US-Dollar. 10% Einführungsrabatt gibt es momentan aktuell noch bei Steam. Endzone 2 wird von einem kleinen deutschen Team von 16 Personen entwickelt und wir sind in der Early Access angelangt. Eine monatliche Rotation von kleinen Patches und größeren Inhaltsupdates sind dahingehend auch geplant. Ich werde euch da nochmal auf dem Laufenden halten, sobald es soweit ist. Wir aber kümmern uns hier um die ersten Schritte und Wege und wir haben eine Region ausfindig gemacht, von der wir uns erhoffen, dass wir Sumpf finden, um entsprechend dieses zu bearbeiten, dieses Sumpfgebiet. Außerdem gibt es Lehm in dieser Region, die ist leicht nördlich. Wir sehen das hier unten auf der Minimap und damit begrüße ich euch zur zweiten bzw. zur neuen Folge. Es ist die vierte Folge mittlerweile, nicht die zweite. Den Überlebensgipfel haben wir so getauft, an dem wir schon einiges verkehrt gemacht haben, so in unseren Grundzügen. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg, würde ich fast behaupten. Wir sollen den Pathfinder beladen und dafür gucken wir mal drauf. Wir wollen Wasser haben, Nahrung, Holz, Schrott, Stoff, Plastik, Werkzeuge und 10 Erwachsene, die tatsächlich das neue Gebiet besiedeln. Gucken hier mal gerade auf die Übersicht. Wir sehen hier die Expedition, die wir am Laufen haben. Wir haben da noch ein bisschen was, wie das Windrad beispielsweise, das wir hier im Nordwesten unseres Bereiches ausfindig machen konnten. Noch gar nicht bearbeitet. Die zerstörten Brücken ebenso nicht. Das ist momentan noch nicht das Thema. Landhaus, Schrottplatz und die verlassene Autowerkstatt sind schon ein bisschen von uns in der Expedition wahrgenommen und begutachtet worden. Wir sind in der Forschung dran, konzentrieren uns momentan auf die Hütten und insofern denke ich, dass wir da auch bald einen gewissen Fortschritt für unsere durchaus kleinen Hütten bekommen. Die Zelte, die wir momentan besiedeln, nehmen nur 5 Einwohner auf und sind damit ziemlich platzraubend, um das mal so zu formulieren. Aber wir wollen unseren Pathfinder beladen und damit darum bekümmern wir uns jetzt in dieser Folge mal vornehmlich, wo auch immer er sich versteckt. Hier unten ist er. Der Pathfinder soll beladen werden. Wir klicken drauf und gucken beispielsweise auf 500 Wasser. Wo wir aktuell nur 645 haben. Das ist gar nicht mal so viel. Jetzt die 500 drin. Und damit hätten wir die beladen. Wir müssen unbedingt gucken, dass das hier im Plus bleibt. Wasser brauchen wir ganz, ganz zwingend. Dann brauchen wir Holz, 150. Auch damit können wir dienen. Wir sollten übrigens hier noch einen gewissen Fortschritt erreichen. Das würde ich jetzt mal gerade noch nicht beladen. Wir arbeiten so ein bisschen dran. Nahrung, 250 ist relativ viel. Also wir könnten gut und gerne noch ein bisschen was dazu bekommen. Plastik können wir schon mal mit reinnehmen, 50. Werkzeuge sollen wir auch mitnehmen. Gummi brauchen wir nicht. Gerade gucken, was wir noch liefern können. Ziegel brauchen wir nicht. Schrottteile könnten wir mitnehmen. Aktivkohlemasken brauchen wir scheinbar auch noch nicht. Hier das Werkzeug. 15 Stück können wir auf jeden Fall beladen. 50 brauchen wir nicht. Nehmen wir hier mal 10 mit und dann nochmal 5 weitere. Noch Plastik haben wir zu viel mitgenommen. Dann nehmen wir nochmal ein paar raus. Etwas mühselig hier tatsächlich, aber jetzt haben wir die Beladung. Stoffe hatten wir schon gesehen. Befinden sich hier. Wir brauchen derer... Oh, 20. So viel haben wir nicht momentan. Das steigt zwar an, aber wir berauben uns noch nicht der ganzen Möglichkeiten. Und sammeln erstmal noch ein bisschen Holz. Schrott können wir auf jeden Fall reinpacken. Davon brauchen wir 150. Und Nahrung haben wir doch mehr als vermutet. Von daher können wir auch direkt da die 250 reinpacken. So, und das ist doch schon mal ein ganz guter Grundstock. Wir gucken aufs Holz. Wir machen hier momentan 6,7 Miese. Das ist ein bisschen arg. Insofern würde ich gerne die Holzfällerhütte mit noch mehr Arbeitern versehen. Das heißt, wir können hier, wenn wir das Spiel mal wieder laufen lassen, eine schnellere Produktion garantieren. Damit möchte ich aber auch gleichzeitig die Baumschule, wobei, das läuft.
Ah, Gebäudeeffizienz. 3 pro Minute. Wir berauben uns hier natürlich krass. Es ist jetzt ein signifikanter Anstieg. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns nicht komplett entroden. Aber alles okay. Die Forschung schreitet voran. Wir gehen momentan auf die Stoffe. Plus 1,8 ist nicht wirklich viel. Wir sammeln derweil ein bisschen mehr an. Und ich freue mich ehrlicherweise auf die Hütten, denn ihr seht, hier ist schon wieder alles voll. 60 Männeschen. Bewohner, Männeschen klingt ein bisschen despektierlich, Bewohner und insofern nochmal die Möglichkeit hier zur Behausung beizutragen mit einem weiteren Zelt. Dafür brauchen wir aber auch Stoffe, ne? Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil davon brauchen wir natürlich auch was für den Pathfinder zu beladen. Holz können wir jetzt auf jeden Fall in den Pathfinder einladen. Bin am Steuer. Und dann brauchen wir noch die 20 Stoffe, von denen wir schon mal 10 uns einladen. Ja, und 10 Erwachsene brauchen wir dann gleich. Na, insofern ist es vielleicht gut, wenn wir uns wirklich noch ein bisschen Platz hier verschaffen. Und auch einen Weg ziehen. Und wir haben eine neue Technologie. Sehr schön. Dann gucken wir mal drauf. Haben hier die Hütten. Ja, und die geben uns den Wohnraum hier entsprechend doppelt zurück, ne? 10 Bevölkerungs- oder 10 Bewohner und Erwachsene können wir aufnehmen. Kostet uns aber auch ein bisschen mehr natürlich in der Produktion. Wir sehen hier sowas wie die Ziegel. Brauchen immer noch 5-mal Stoff, aber auch 5-mal Plastik und 10-mal Holz. Ja, es sind nur die Ziegel, die dazukommen. Sehe ich das richtig? Absolut. Und wie viel machen wir davon? 1,3 pro Minute. Nicht wirklich viele. Ist auf jeden Fall was für die Langzeitproduktion. Steigern hier mal ein bisschen die Geschwindigkeit, damit wir vorwärts kommen. Und genügend Stoffe zur Verfügung haben. Sind bei 1,8 plus. Holz würde ich gern wieder ein bisschen runterfahren jetzt automatisch. Gehen hier auf 4 Arbeiter in der Holzfällerhütte. 2 Kinder übrigens, 3 Kinder. Das geht relativ zügig. Wir haben hier das neue Zelt, das dann auch bald schon wieder voll ist. Die Frage ist, wohnen da jetzt die 5 kleinen Kinder drin? Nahegelegener Markt ist hier erfüllt. Es gibt kein Pavillon oder ähnliches, zumindest für den Moment nicht. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen was für die Hütten tun. Lagerfeuer für gesellige Treffen im Umkreis. Unsere Wasservorräte werden knapp. Oh ja. Wenn sie leer sind, dann verdursten wir. Ja, das wollen wir natürlich gar nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, okay, okay. Wir kümmern uns sehr gerne. Wir sind hier auf einem Minus von 1,8. Das ist die Fischerei. Das ist der Steg. Würde ich hier entsprechend noch ein bisschen die Leute mit reinnehmen ins Boot. Hier der zweite Steg. Ja, auch noch eine Person mehr. Wir gucken mal gerade. Ja, das sind bei 2 Personen mehr sind das 50 Einheiten mehr pro Minute. Und dann sind wir auch auf dem dicken Plus wieder unterwegs. Also da haben wir noch ein bisschen Puffer. Das gefällt mir erstmal ganz gut. Vielleicht in der Zwischenzeit, während wir hier so ein bisschen die Rohstoffe uns wieder aneignen, auch in Bezug auf die Stoffe selbst. Die wichtigsten Änderungen zu Endzone 1, das vielleicht manche von euch gespielt haben. In Endzone A World Apart spielten man auf einer einzigen riesigen Karte, auf der man eine globale Siedlung errichten konnte. Jetzt geht es um Zonen. In Endzone 2 erweitert sich die Welt, wenn wir verschiedene Zonen aufdecken, die jeweils exklusive Ressourcen zum Plündern anbieten. Wir können mehrere Siedlungen verwalten. Das ist genau das, was wir jetzt nämlich machen wollen und schalten eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten damit frei. Es gibt ein neues Siedlerverhalten. Die Siedlerpfade und die Jobverteilung wurden von Grund auf überarbeitet und neu gestaltet. Man kann das neue und verbesserte System dahingehend nutzen, dass es nun verständlicher und ausgewogener ist. Das heißt, Balancing wurde hier entsprechend angepasst. Und die florierenden Siedlungen mit Tausenden von Einwohnern potenziell unterstützt. Das klingt ziemlich spannend, weil ziemlich big und ziemlich groß. Es gibt mehr Fahrzeuge. Jetzt können wir den Standort frei wählen, indem wir den Siedlungsbus bewegen. Im Laufe des Spiels werden wir die Möglichkeit haben, zusätzliche Fahrzeuge zu bauen, die sich perfekt für den Aufbau von Handelsrouten oder die Erkundung des tückischen Ödlands eignen. Es gibt die Überarbeitung des Expeditionssystems.
Das heißt, das aktualisierte Expeditionssystem führt detailliertere Ruinen ein, die darauf warten, erkundet zu werden. Das haben wir schon gesehen in den letzten beiden Folgen. Wir können die Entdecker nämlich direkt steuern und führen, ganz, ganz neu. Und es gibt neue Grafiken. Das Rendering-System wurde von den Entwicklern komplett überarbeitet, um eine detailliertere und visuell beeindruckende Umgebung zu schaffen. Auch die Animationen wurden überarbeitet, was zu einer atemberaubenden Grafik führt, in die wir eintauchen können. Und das seht ihr hier beispielsweise in der Dämmerung hier am 10. Tag unserer Siedlung. Wassertechnisch sind wir auf dem Vormarsch. Nahrung sind wir ziemlich ausgewogen. Holz geht nach oben. Schrott geht nach oben. Alles okay. Und wir sind bei 11 Stoffen. Hier ist schon ein weiteres Kind erwachsen geworden. Wir gehen nochmal zu unserem Pathfinder, dem wir noch 10 weitere Stoffe bieten. So, und dann brauchen wir natürlich sowas wie Erwachsene. Die würde ich jetzt mal noch nicht hier rausnehmen. Wie viel freie Arbeitskräfte haben wir in noch 9 Stück? Die Frage ist, mit den Kindern sollte das sich ja eigentlich noch verbessern, ne? Automatisches Speichern nehmen wir gerne mit. Wenn die nämlich erwachsen werden, dann dürften die potenziell als freie Arbeitskräfte hinzukommen. Und wenn wir 10 freie Arbeitskräfte haben, dann können wir die auch in den Pathfinder stecken. Denn dann verlieren wir natürlich nichts daran momentan. Also keinen, der hier irgendwie eingesetzt wäre. Und das ist doch eigentlich das, womit wir unseren Pathfinder dann in die neue Region losschicken können. Also da bin ich sehr gespannt. Warten jetzt hier noch auf das eine Kind, das erwachsen wird. Fortschritt, bis das nächste Kind erwachsen wird und als Arbeitskraft eingeteilt werden kann, seht ihr ganz unten. Ungefähr hälftig durchgelaufen. Sehr schön. Also wie gesagt, zu viele Hütten hier für mich momentan. Wir brauchen mehr Stoffe. Wir sehen ja diesbezüglich, die Plantage führt dazu, dass wir dann hier oben die Weberei haben. Und die könnte... Die Frage ist, holen wir uns noch eine zweite Weberei dazu? Oder können wir dahingehend was erforschen? Das würde ich ganz gerne mal sehen. Gerade mal in die Forschung reingehen. Und das dürfte dann eventuell was mit der Wirtschaft zu tun haben. Wobei das eher neuere Dinge wie Jodminen, Eisenminen und Co. sind. Hier gibt es die Sumpffarm. Da müssen wir auch noch dran. Haben wir noch einen Wissenspunkt? Oh ja. Dann gehen wir auf jeden Fall auf die Sumpffarm. Die erforschen wir. Die brauchen wir natürlich in der neuen Region. Wasserturm, Farm, ausgebautes Nahrungslager, ausgebauter Steg, Aufbereitungsanlage, Plantage, ausgebaute Holzfällerhütten. Da kommt noch einiges. Aber ich sehe nichts, was in der Weberei diesbezüglich noch verbessert werden könnte. Ja, insofern... Oh, die Produktion pausieren wollen wir auf keinen Fall. Ja, wir sind hier fast schon auf einem Maximum. Und es kann sein, dass wir noch eine weitere Weberei hier in die Ecke packen. So, und jetzt haben wir die 10 Einwohner fertig für den Pathfinder. 10 Stück rein. Haben wir die jetzt drin? Ne, aus irgendeinem Grund. Wovon habe ich hier zu viel? Schrott? Ja, die würde ich gerne noch mitnehmen. Erstmal die 10 hiervon. Und dann ein bisschen Schrott. Wir haben alles Nötige Jawohl. Dabei. Jetzt können wir uns auf den Weg machen, eine neue Siedlung zu gründen. Nun, das machen wir doch. Bin am Steuer. Und dann wollen wir mal losfahren. Und ich würde gerne hier lang fahren auf der Seite. Das fand ich ganz spannend. Ich zeige euch gerade auch unter dem Pausemodus, warum. Weil ich unbedingt hier hinten, wo wir die Expedition hatten, diese Verbindung mir freischalten will. Weil hier scheint es ja eine Straße zu geben und hier scheinen wir irgendwie auf unser Gebiet zu kommen. Das wäre so das Ziel. Insofern fahren wir mal los. Bin unterwegs. Und wir achten natürlich darauf, ob wir noch irgendeine Ruine hier entsprechend entdecken. Wobei, so viel mitnehmen werden wir nicht mehr können. Was ist das Problem? Ah, Siedler in Fahrzeugen. Es befinden sich Siedler in einem oder mehreren Fahrzeugen. Ah ja, okay. Und wir haben jetzt wieder das Wasser, das verbraucht wird. Ich suche nach einer neuen Zone, die du besiedeln möchtest. Ja, das haben wir ja schon. Hier muss es einen Sumpf geben, damit wir die Sumpffarm errichten können. Na klar. Alles klar. Und jetzt denken wir natürlich ans Wasser. Das hatten wir ganz am Anfang beim ersten Besiedeln. Der Pathfinder ist mit Wasser versehen. Verstanden. Einfach, dass sich unsere Siedler momentan hier unterhalten bzw. ernähren können. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil die nichts brauchen, wenn die auf Expedition gehen. Das ist noch nicht so ganz schlüssig. Ich denke, die sollten da auch einen Grundvorrat an Wasser dann mitnehmen müssen. Auf geht's. So, jetzt fahren wir hier nochmal durch die Region, und durch die wir schon durchgefahren sind. Das ist die Expedition. Bin unterwegs. Ah, hier ist nochmal eine Ruine, die geplündert werden könnte. 6 Plastik.
Oh, die nehmen wir natürlich noch mit. Gratis nehmen wir gerne. Hier ist noch eine Expedition möglich. Ah ne, das war eine Ruine. Na, dann gerne den Schrott. Ah, das ist voll. Dann nehmen wir Plastik mit. Verstanden. Bin unterwegs. Oder nennt es eine Expedition. Ah, verklickt. Ich will keine Expedition starten. Dieses Fabrikgelände ist weniger beschädigt als der Rest. Ja, das beenden wir. Da haben wir gerade keine Zeit für. Wir haben Wasser, was uns ausgeht. Da müssen wir drauf achten. Hier können wir eine Ruine plündern. Schrott haben wir... Oh, Stoffe. Sehr gut. Stoffe sind wichtig. Weil wir eh nicht so viele von haben. Alles klar. Und dann haben wir die... Oh, wir haben die Gegend hier freigeschaltet, Fragezeichen. Wo sind wir denn? Bin ich jetzt davor abgebogen? Bin unterwegs. Oh, dann fahren wir halt hier hoch. Geh doch querfeldein. Also das ist nicht das Problem für den Pathfinder. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das zweite Gebiet oder den zweiten Bereich besiedeln. So weit, so klar. Da ist die Sumpffarm freigeschaltet. Hier noch eine Ruine. Mehr Stoffe. Mehr Werkzeuge. Auf geht's. Na, ich sammle mal in dem Zusammenhang ein. Alles, was wir hier zum Start abladen können, wäre wirklich hilfreich. Bin unterwegs. Und hier, das wird auch noch eine Ruine sein. Wir haben das Wasser im Blick. Verstanden. Und fahren dann hier hoch. Alles klar. Und überlegen jetzt. Kommt er hier hoch? Auf geht's. Hier hinten kommt er hoch. Wie wir diese Region besiedeln können. Neue Siedlung errichten. Jetzt brauchen wir einen Ort, an dem wir unser Siedlungszentrum errichten wollen. Ja, dann gucken wir mal, wo das möglich ist. Diesmal natürlich nicht da, wo irgendwas markiert ist. Hier, das ist Gewässer. Interessanterweise. Hier der Sumpf. Und dann Berge. Die Frage ist, können wir es hier unten irgendwo platzieren? Ja, das wäre natürlich sehr praktisch gewesen. Leider nicht möglich. Boah, es ist wirklich wenig Platz. Wirklich wenig Platz. Diese neue Siedlung steht noch ganz am Anfang. Wir sollten sie von der ersten Zone aus mit Rohstoffen versorgen, bis sie auf eigenen Füßen stehen kann. Dafür kannst du den Pathfinder verwenden. Für sich wiederholende Warentransporte kannst du eine Transportroute anlegen. Wenn du den Pathfinder der Route zuteilst, wird er selbstständig Ressourcen zwischen den Zielen hin und her fahren. Okay, die Frage... Ja, wir müssen es jetzt machen, eine Transportroute errichten, um dieses System hier zu verstehen. Ich wünschte halt, wir könnten uns gerade hier ganz schnell irgendwie aufbauen, indem wir sagen, wir brauchen erstmal für Wasser einen Steg. Ich denke, das können wir auch trotzdem machen. Denn die müssten ja von hier aus jetzt loslaufen. Es sind natürlich noch obdachlose Siedler. Aber damit holen wir uns erstmal Wasser rein. 15 Nahrung pro Minute, habe ich das richtig gesehen? Das ist happig. Dann werden wir auf jeden Fall eine Fischerei hier mit implementieren. Gerne auch hier direkt. Ich glaube, das machen wir sofort mal am Anfang. Dann haben wir die zwei Grundkonstanten uns erstmal errichtet. Und dann errichten wir mit dem Pathfinder eine Handelsroute. Und das haben wir hier unten. Transportroute, so heißt es genau. Neue Transportroute. So, Fahrzeug. Das ist der Pathfinder. So, Wegpunkt auf der Karte. Überlebensgipfel. Da hätten wir gerne jedes Mal Wasser. Tja, wie viel? Das ist jetzt die spannende Frage. Nehmen wir mal 100 mit. Und vielleicht noch sowas wie Nahrung. Ebenfalls 100. Und dann dorthin. Und dann einfach nur den Inventarplatz entladen. Und dann haben wir hier die Schnittstelle. Sehr schön. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Könnten jetzt hier wieder beladen. Und darum wird es ja gehen, bezüglich des Sumpfes. Dass wir dann was hin und her schicken. Wir akzeptieren das. Und die haben wir umbenannt. Können wir das noch abändern? Bearbeiten? Ja, die können wir oben noch als erste Route definieren.
akzeptieren das. Transportrouten sind besonders praktisch, wenn du mehrere Siedlungen hast. Du kannst den Pathfinder jederzeit wieder von einer Transportroute abziehen, wenn du ihn selbst steuern möchtest. Ja, sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Und damit können wir uns jetzt in aller Gemütsruhe auch tatsächlich um alles hier kümmern. Hier wird natürlich jetzt mit 10 Einwohnern erstmal versucht, sich zurechtzufinden. Der Steg ist gleich gebaut. Und wir brauchen hier ein bisschen Werkzeuge. Ah, davon könnten wir uns noch ein bisschen was mitnehmen. Können wir das noch jetzt freiredend hier ändern? Gerade mal schauen. Bearbeiten. Inventarplatz. Wo ist das Werkzeug? Also alles sind relativ klein gehalten. Schrott. Hier ist Werkzeug. Das ist nicht so wirklich viel. Wir nehmen mal 10 mit und entladen die. Ah, das ist schön. Man kann die zwischendurch dann immer aktualisieren. Und ihr seht unseren Pathfinder. Der fährt hier lang, fährt jetzt vollkommen autark. Das ist natürlich super. Das ist super für die Region hier oben. Wir stellen die ersten Menschen ein. Und sind jetzt hier im Plus, was das Wasser schon anbelangt. Und dann auch schon im Plus, was die Nahrung anbelangt. Zumindest für den Moment. Und mehr wollen wir ja gar nicht. Setzen hier den ersten Weg. Es kostet uns nur ein Werkzeug. Das ist relativ dankbar. Und schon wird hier munter drauf losgesucht. Und besiedelt. Und das Gewässer ist wirklich fein und klein. So. Und dann kümmern wir uns potenziell darum, erstens die Sumpffarm zu erforschen. Das haben wir gemacht. Dann sollen wir eine bauen, dann die Anbaufläche anlegen und dann Sumpffarme einstellen. Erreiche einen steigenden Lagerbestand an Kräutern. Okay, das machen wir gerne. Hier die Sumpffarm. Frage ist, kann die außerhalb stehen? Nee, die muss... ja, komplett hier rein. Und dann würde ich die gerne hierhin platzieren. Die lassen wir mal uns errichten, relativ schnell. Hier den Weg entlang. Und da bin ich sehr gespannt drauf, auf die Farm. Und sehr schön hier immer dann zu sehen, dass der Überlebensgipfel. Wir können immer schnell gucken, ob hier alles noch am Steigen ist, was notwendig ist. Stoffe und Co. So, da ist das Ganze. Ah, wir müssen hier noch die, die Anbaufläche festlegen. Was haben wir in der Nähe? Straßenverbindung zum Siedlungszentrum und ein Lager im Umkreis. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und eine Fläche von 100. Super. Damit haben wir schon einmal den ersten Teil zur Herstellung von Medizin aufgebaut. So, dann möchte ich natürlich gerne noch hier hinten was setzen. Ah, okay, hier ist der Radius zu Ende. 100 von 100. Eine Person ist da für 3 pro Minute. Ja, da können wir mal noch ein bisschen mehr reingeben. Denn dadurch werden wir... was hinzugewinnen? Der Arzneimittelhersteller produziert Arznei aus Plastik und Kräutern. Okay, wir brauchen einen Arzneimittelhersteller. Plastik brauchen wir auch. Haben wir Plastik in unserer Route mit drin? Gerade mal gucken. Sonst würde ich das hier nochmal bearbeiten wollen. Zumindest mal so 20 pro, die dann entladen werden. Akzeptieren das. Aber Freizone, ich weiß nicht, ob ich das Freizone nennen möchte. Wir nennen das mal in Sumpf. Wie nennen wir das Ganze mal? Sumpf. Na, ein Tal ist es nicht. Eigentlich ist es ein Berg, aber wir nennen es trotzdem Sumpftal. Und nehmen dafür dieses regnerische Symbol und verwenden ein schönes Grün. Nee, kein Grün, eher ein Blau. Das ist das Sumpftal. Ich frage mich nur, ob das hellere Blau schöner ist.
Nö, das Dunklere gefällt mir besser. Wunderbar. Sumpftal ist da und jetzt seht ihr hier unseren Anbau. Hier wird tatsächlich gearbeitet. Sehr gut. Das geht flugs voran und wir müssen uns um die Obdachlosigkeit kümmern. Die Obdachlosen Siedler sorgen für negative Gesundheit. Das müssen wir auf jeden Fall eindämmen. Und dann nehmen wir Zelte. Ganz zwingend. Einmal, zweimal. Und hier noch ein drittes, damit die Siedlung wachsen kann. Und setzen uns hier noch einen Weg. Oh, und das geht wirklich schnell. Wie flott ist denn der Baumeister diesbezüglich? Na okay, das geht. Irgendwas wird in der Forschung gewünscht. Die Frage ist, was? Der Arzneimittelhersteller. Ja, okay, dafür brauchen wir aber zwei Wissenspunkte und die haben wir nicht. Wir haben momentan keine. Wir müssen wieder auf Erkundungstour gehen. Ich bin erstmal zufrieden, weil hier jetzt sicherlich Kinder hinzukommen werden. Wir haben Wohnraum für 15. Ja, so ist es. Ihr seht das hier oben. Für die siedlungsweiten Angaben. Und dann gehen wir mal auf Erkundung. Fehlende Lagerkapazität? Oh ja, da sind wir schon auf voll. Dann gehen wir hier mit einem Arbeiter raus. Den können wir uns einsparen. Frage, ob wir hier auf den zweiten gehen. Aber wir sind da auch... Na, wobei, so dick im Plus sind wir in der Fischerei gar nicht. Und der Belagerbestand von den Kräutern? Geht der hier mit rein? Die Frage, ob ich mir das hier irgendwo anzeigen lassen kann. Produzierende Gebäude, Farm, Fischerei. Es kann sein, dass die Sachen irgendwo anders dargestellt werden. Wobei hier doch 50 Kräuter. Ah, die können wir uns dann so anklicken und anzeigen lassen. Okay. Ah, das ist vielleicht ganz interessant, weil dann können wir hier von den Gummihandschuhen beispielsweise weg und uns hier das anzeigen lassen, hier hinten. Man kann das in der UI dann entsprechend sich zurechtlegen für jede Siedlung. Denn ich glaube nicht, dass das jetzt hier angezeigt wird. So ist es. Das ist soweit gut. Hier ist essenstechnisch ein bisschen das Problem. Da ist die Frage, ob wir hier nochmal auf... Boah, mit dem Wasser sind wir jetzt dick im Plus. Und hier jeweils nochmal einen Arbeiter rausnehmen. Nahrungstechnisch haben wir leichte Probleme. Aber da können wir natürlich auch entgegenwirken. Wir haben hier die Fischerei und die Sammlerhütte. Wo hatten wir denn die erste Sammlerhütte gesetzt? Wenn ich das noch wüsste. Hier! Ah, tatsächlich, hier war ein bisschen was. Dann sind wir aber maxed out. Das ist die Frage, wo wir eventuell noch was setzen. Diesbezüglich. Hier hinten gibt es noch eine Möglichkeit. Ah, das ist vielleicht ganz charmant. 240. Na, warum denn nicht? Ruhig hier hinten noch was hin. Dann setzen wir da noch einen Weg hin. Auch wenn es keinen kurzen gibt. So wirklich. Ich glaube nicht, dass er hier durchführt. Wobei, es macht den Anschein. Geht das durch Gebäude durch? Oh, und wir haben hier für die Schrottruine nichts mehr. Oh, das ist interessant. Die können wir aber versetzen, ne? Konnten wir das nicht irgendwie versetzen? Können auf jeden Fall hier noch ein bisschen was einsammeln. Und den Arbeitsbereich entsprechend verändern. Weit entfernter Arbeitsbereich. Produktionszeit verlängert sich um 1,3-fache Zeit. Vollkommen in Ordnung. Und hier wollen wir jetzt natürlich die Nahrung mit reinbeziehen. Um einen gewissen Überschuss zu produzieren. Und dann wollte ich doch unbedingt den Weg haben. Den brauchen wir noch.
Ich setze den jetzt hier trotzdem mal. Ist der damit aktiv? Gehen die da durch? Also das wäre jetzt wirklich interessant für mich zu wissen. Also hier geht jemand durch. Oh ne, der arbeitet dann dort. Was macht er hier? Und wo will er hin? Können fokussieren? Die gehen alle zum Materiallager. Fokussieren ihn hier. Okay, der ist hier auf der Plantage tätig. Nee, dann ist das erstmal... Ich schätze, die gehen da durch, weil ich den Weg von dahinter hier rüberziehen konnte. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Gucken wir auf die Zuversicht. Das passt hier. Gehen hier oben hin. Ja, Kräuter sind absolut in Ordnung. Was das anbelangt, 13. Tag hier schon fortgeschritten. So, und damit haben wir die 15. Wasser ist leicht im Minus. Und setzen wir hier gerne noch jemanden ein. Wenn wir so einen hohen Bedarf haben im Sumpftal. Und dann geht es letzten Endes darum, tatsächlich das nächste Mal zu erkunden. Und das bedeutet natürlich, dass der Pathfinder hier Pause machen muss. Neue Anweisung? So, und die Transportroute stoppen wir. Ne, wir lassen den noch einmal rüberfahren. Mit dem Bedarf, beziehungsweise dem, was er hat. Und danach gehen wir dann mit ihm nochmal auf Expedition, würde ich behaupten. Damit wir noch ein paar Wissenspunkte finden. Aber das machen wir, da die erste halbe Stunde meiner Aufzeichnung schon wieder vorbei ist, in der nächsten Folge. Endzone Teil 2 ist rausgekommen. Nach dem Originalspiel Endzone A World Apart kümmern wir uns in diesem Aufbaustrategiespiel nunmehr um die zweite Fassung dieses großartigen Titels. Und ich freue mich, nach dem Release am 26. August mit euch ein paar weitere Folgen begehen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Guckt gerne auf meinen Programmplan in meiner YouTube-Videobeschreibung, beziehungsweise auf meiner Kanalinfo, und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.